Urkunde der Magistrale Kreisstadt Limburg an der Lahn ernennte Herrn Dr. Marius Hahn, geboren am 11. September 1971, unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit, für die Zeit vom 2. Dezember 2015 bis 1. Dezember 2021 zum Bürgermeister der Kreisstadt Limburg an der Lahn. Limburg an der Lahn, den 1. Dezember 2015, der Magistrat Martin Richard Bürgermeister, Michael Stanke, erster Stadtrat. Herzlichen Glückwunsch und ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand zur Leitung dieser Stadt. Danke sehr. Tragen gesagt, übernimmst du ja das Steuerrat des Dampfers Stadt Limburg. Und dann muss man zwei Sachen beachten. Erstens, man muss das Steuerrad immer fest im Griff haben, man muss den Kompass im Blick haben. Und man muss eins, und das ist ja auch hier drauf gedruckt, denke ich, beherzigen, ein Spruch von Aristoteles, der lautet, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Insofern, Marius, Glück auf, eine tolle Bürgermeisterzeit, wir unterstützen dich, alles Gute. Danke. Ich will an diese Politik nahtlos anknüpfen und mich gerne in die Linie meiner Vorgänger und deren erfolgreicher Politik einreihen. Gute Ansiedlungspolitik ist die beste Sozialpolitik, sie schafft Arbeitsplätze. Limburg ist eine alte Stadt, die bei vielen Besuchern wegen ihrer Altstadt und ihres Domes als ein Museum betrachtet wird. Das darf nicht sein. Man muss sich daher bemühen, zu vermeiden, dass die Entwicklung an Limburg vorübergeht. Überall ist eines der dringendsten Probleme die Lösung der schwierigen Verkehrssituation. Man muss auch in einer alten Stadt wie Limburg den Mut zu Neuem haben. Limburg hat sehr, sehr viel Potenzial. Davon bin ich überzeugt. Mein Motto lautet daher, Limburg, klein aber fein, zwischen Frankfurt und Köln. Limburg beherbergt sehr innovative, erfolgreiche Firmen, aber ich bin überzeugt, im ICE-Gebiet ginge noch mehr. Limburg ist ein Bildungsstandort, der weit ins Umland ausstrahlt. Ich bin aber der Meinung, eine Hochschule würde das Bildungsangebot noch anreichern und würde der Jugend eine Perspektive vor Ort bieten. Im sozialen Bereich wird stets ein besonderes Augenmerk des neuen Bürgermeisters gehören. Dies betrifft insbesondere die Unterstützung von Behinderten, älteren und kranken Menschen sowie von bedürftigen kinderreichen Familien und Selbsthilfegruppen. Die Kirchen, Vereine und mobilen Hilfsdienste, die in diesem Sinne tätig sind, werden die Unterstützung durch die Stadt finden.